Das Wesen des Wendigo lässt sich den Natur- und Totengeistern zuordnen. Geschichten und Legenden um den Wendigo werden seit Urzeiten überliefert. Es soll sich um einen bösartigen und rachsüchtigen Geist handeln, der von Menschen Besitz ergreift, sie in den Wahnsinn treibt und zu Kannibalen macht. Er soll in den tiefen, dunklen Wäldern und auf verlassenen Friedhöfen hausen. Sein Herz soll aus steinhartem Eis bestehen. Der Wendigo soll ein ausdauernder und hartnäckiger Stalker und Häscher sein. Er steigt einsame Wandern und Jäger nach, bis die in die Dunkelheit hereinbricht, dann überfällt und frisst er seine Opfer. Er soll aber auch in der Lage sein, entweder mittels mächtiger Zauberei oder durch Besitzergreifung einzelne Menschen in den Wahnsinn zu treiben.